So ein schöner Tag. Hallo. Was sind denn das für Stiele? Die sind für unsere Cake Pops. Aha. Damit spießt man kleine Melonen auf. Was? Herzlich willkommen bei Yum Tam Tam. Wir machen heute kleine, wunderschöne Melonen-Cake Pops. Lecker. Als allererstes können wir alle unsere Aggressionen in diesen Kuchen reinstecken. Yes. Ich mach dafür mal die Ringe ab. Bäm. Jeder die Hälfte? Ja, jeder die Hälfte. Das ist eigentlich das Beste am Cake Pop machen. Den Kuchen zerbröseln. Oder wenn ihr zum Beispiel Kuchenreste übrig habt, könnt ihr davon auch Cake Pops machen. Das ist das beste Restegericht. Oder wenn ihr schlechten Kuchen geschenkt bekommen habt und naja, ihr wollt noch was draus machen. Das ist richtig. Wir haben hier natürlich keinen schlechten Kuchen, sondern Zitronenkuchen, den wir jetzt zerbröseln. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, Sachen mit Zitronen sind halt zum Beispiel nie schlecht. So, der ist bröselig genug. Ja. Dann. Ich lasse meine Hände dreckig. Yes. Kommt die Mascarpone. Das Ganze muss jetzt nämlich irgendwie zu so einer bauchfähigen Masse werden, so ungefähr wie Mörtel. Wie Mörtel. Hast du oft Mauern gebaut? Ja, sehr oft. Und mit der Konsistenz muss man auch immer so ein bisschen gucken, wie fühlt es sich gut an. Als nächstes Puderzucker. Und als nächstes noch Butter. Weil die Butter ist jetzt schön weich und wenn wir die Cake Pops dann in den Kühlschrank geben, dann wird sie wieder hart und dann bleiben die Cake Pops Pops. In Form. Melissa, Das ist ein Zitronenkuchen, ne? Da kann ich noch ein bisschen Zitrone abbringen. Ja. Juhu. Vor allem, wie cool, das sieht aus wie Melone, schmeckt aber nach Zitrone. Und das finde ich super verwirrend, wenn Sachen ganz anders aussehen, als sie schmecken. Melonen sind aber von innen nicht teigfarbig, sondern pink. Yes. Ein bisschen Lebensmittelfarbe. Und die perfekte Farbe gibt es, wenn man pink und rot mischt, weil rot ist zu rot und pink ist zu pink. Bilden mit Feeling. Und wenn ihr richtig schlau seid, nicht so blöd wie ich, dann zieht ihr euch Handschuhe an, weil das geht auf gar keinen Fall mehr ab. Ich finde das schön, auch nach dem Basteln oder Malen, wenn man voll ist mit Farbe an den Fingern. Dann sieht man, man hat gearbeitet. Ich habe früher so eine Zimmerstreichsucht gehabt. Ich habe mein Zimmer fast jedes halbe Jahr neu gestrichen. Was? Und das fand ich auch mal voll cool, dann Farbe im Haar zu haben. Ah. Das sieht aber schön aus jetzt. Aber Wassermelonen haben ja auch eine nervige Sache. Kerne. Ich finde die nicht nervig. Mich stören die überhaupt nicht. Nee? Isst du die mit? Gleich ist alles mit. Auch die Schale? Wenn ich könnte, würde ich es tun. Wir ersetzen aber die richtige Kerne durch Schokotröpfchen. Es gibt natürlich auch Wassermelonen ohne Kerne. Aber wie pflanzen die sich fort? Genmanipulation. Kann bitte jemand in die Kommentare schreiben, wie sie sich wirklich fortpflanzen? Also ich esse ja die Kerne nicht mit. Esst ihr die Kerne mit? Schreibt das mal in die Kommentare, dann machen wir eine Abstimmung. Team Kerne. Team keine Kerne. Kerne sind doch lecker. Ja. Ich finde tatsächlich, dass diese Deko-Schokolade total lecker ist. Ist sie, ne? Warum ist das so? Keiner weiß es. Merkt man ja auch sehr gut. Dann nehmen wir jetzt einen großen Teller und beziehen ihn mit Frischhaltefolie. Ich fange schon mal an, wa? Fang schon mal an, Bällchen zu machen. Hoppla. Hoppla, hoppa. Hoppla. Jetzt ist wichtig, dass ihr die Cake Pops nicht zu groß macht, weil man verschätzt sich. Weil dann kommen ja noch zwei Schichten Schoko drüber, nämlich eine grüne und eine weiße. Und dann sind das wohl die Monster-Oschis. Was normalerweise nicht schlimm wäre, aber die rutschen an den Stiel runter, weil die zu schwer werden. Fertig? Ja. Na dann, packe ich die mal im Kühlschrank. Die müssen jetzt richtig schön fest werden und diese müssen richtig schön sauber werden. Wir haben fleißig alles aufgeräumt, ein Wasserbad vorbereitet und Feli wird feierlich Schokolade hacken. Wir haben jetzt hier weiße Schokolade, weil wir machen so richtig original Melonen. Weil Melone ist ja innen erst pink, dann kommt weiß und dann kommt erst grün. Und das ist wie beim Teleshopping. Ich glaube, wir wären ein gutes Teleshopping-Team. Wir würden viele Dinge verkaufen. Ist richtig. Auch Dinge, die man gar nicht braucht. Ist richtig. Ich mache erstmal nur ein bisschen, ne? Genau. Weil wir kleben jetzt erstmal die Stiele rein. Ich hole schon mal unsere Cake-Pöpse raus. Mach das. Hallo. Dann brauchen wir noch einen Block. Ja. Und Stiele.
Wir haben jetzt hier so Steckschaum genommen, aber ihr könnt auch ein Stück Styropor nehmen, völlig egal. Es gibt auch direkt so super Standdinger zu kaufen, aber ich finde, das funktioniert genauso gut. Und so geht's. Fupp. Ein bisschen Klebstoff, sozusagen. Ein Cake Pop. Vergesst, was wir gesagt haben, das kommt später. Genau, denn jetzt kommen erstmal die Stiele rein. Fertig. Wenn ihr wollt, dass das Ganze ein bisschen schneller geht, dann könnt ihr sie auch in Froster tun. Das machen wir jetzt. Während die jetzt durchkühlen, können wir schon mal den Rest der Schokolade schmelzen. Ich hol die Cake Pops. Ja. Jetzt aber, ne? Jetzt darf der Block. Jetzt darf er kommen. Pass auf, ich finde, das ist so ein bisschen dick noch. Wir geben ein bisschen Kokosfett dazu, dann wird es geschmeidiger. Ja. Ich hole das mal. Weiße Kuvertüre ist manchmal so ein bisschen zickig. Und ihr werdet sehen, wie es jetzt auf einmal geschmeidig wird. Dann tunke ich jetzt mal ganz geschmeidig so eine Kugel da rein, wa? Jo. Rein. Gut abtropfen lassen. Okay. Uno. Das Plastik auf dem Block haben wir jetzt mal drauf gelassen, weil sonst fusselt er manchmal so. Gut, so, die letzten beiden rein. Und die kommen jetzt wieder ab in Tiefkühler. Und wir schmelzen die nächste Farbe. Wir sind jetzt wieder beim Teleshopping. Wie Sie sehen, schon vorgehackt in die perfekte Form. Also werfen wir sie einfach in den Topf, also in das Wasserbad. Ist auch ein bisschen Performance-Art, ne? Vielleicht sollten wir anfangen, in Galerien zu kochen und dann ist es Kunst. Das fände ich schön. Okay, schön geschmeidig. Dann geht's wieder ans Tunken. Jetzt muss die Oberfläche natürlich möglichst schön werden. Also am besten im Drehen trocknen. Hat ein bisschen was Meditatives, die Cake-Popserei. Voll. Aber ihr seht schon, die werden viel schöner, wenn man zwei Schichten Schokolade macht. Das ist wie beim Eindecken von Kuchen. Umso mehr Schichten man macht, umso schöner wird. Okay, wir dürfen es auch nicht übertreiben mit dem Perfektionismus. Guck mal hier. Loch. Jo. Fertig? Ja. Last one standing. Na dann, gibt es jetzt noch Streifen? Weil Melonen haben ja oft so hellgrüne Streifen. Schokolade. Gleich können wir uns richtig künstlerisch auslassen. Die Cake Pops sind jetzt abgekühlt. Ich habe die Schokolade schon mal vom Wasserbad genommen und jetzt wird es hier künstlerisch. Ey, weißt du was? Ich hole uns eine Melone. Oh. Objektstudie. Ein Mini-Exemplar. So, Frau Lee, dann nehmen Sie jetzt mal ein Beispiel, ne, und malen Sie mal an, das Ding. Wisst ihr eigentlich, dass Feli Kunst studiert hat? Ja. High Expectations jetzt. No. Das Gute ist, wenn man so Natursachen nachmacht, da liegt die Schönheit ja darin, dass es unperfekt ist, finde ich. Ja, close enough. Ready, steady, go! Yay! Richtig Bock, einen anzubeißen. Ja, vor allem richtig schön werden sie ja tatsächlich auch erst, wenn man das Innenleben sieht. Hier ist ein kleiner Tipp von uns. Wir haben das Glas einfach komplett mit Zucker gefüllt. Dann braucht ihr keine teuren Cake-Pop-Ständer kaufen. Ist totaler Blödsinn. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Wir kosten. Guck mal, wie cool die geworden sind. Yay. Von innen. Richtig nice. Und lecker sind sie auch noch. Man sieht sogar hier die weiße Schicht und dann die grüne Schicht. Oh wow, Melissa, ich finde das eine der schönsten Wassermelonen-Ideen, die wir je gemacht haben. Ja, und Wassermelone geht auch immer. Macht es auf jeden Fall nach und wenn ihr es gemacht habt, schickt uns ein Foto von euren Wassermelonen-Cake Pops. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Wassermelonen-Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!